geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Ich hatte euch ja das Rätsel der Weekly Shonen Jump gezeigt im letzten Video, wo es zu erraten gilt, wer der unbekannte Charakter ist. Dieser wird vermutlich in One Piece Kapitel 912 auftauchen. Der YouTuber Blackleg Windsmoke hat hierzu eine gute Theorie gehabt, die ich euch gerne vorstellen würde. Und zwar geht es hierbei um die 12 chinesischen Tierkreiszeichen. Wenn wir nun die Charaktere austauschen mit diesen Tierkreiszeichen und dann die Reihenfolge dieser als Zahl nehmen, kommen wir nämlich genau auf die richtigen Ergebnisse. Also passt auf. Green Bull gehört zum Büffel. Dies ist das zweite Tierkreiszeichen. Fujitora ist der Purple Tiger und der Tiger ist das dritte Tierkreiszeichen. Somit haben wir bei Green Bull plus Fujitora gleich 5, 2 plus 3 gleich 5. Aokiji ist der Blaufasan, welches der Hahn sein könnte. Der Hahn ist das 10. Tierkreiszeichen. Somit hätten wir Aokiji plus Aokiji gleich 20, also 10 plus 10 gleich 20. Aka Inu ist der rote Hund. Der Hund ist das 11. Tierkreiszeichen. Kizaru, auch genannt gelber Affe. Der Affe ist das 9. Tierkreiszeichen. Somit hätten wir Aka Inu plus Kizaru gleich 20, also 11 plus 9 gleich 20. Somit bleibt für uns übrig Monkey D. Ruffy. Wie vorher schon gesehen, der Affe ist das 9. Tierkreiszeichen. Als Endergebnis haben wir die 10. Also 10 minus 9 ist 1. Somit steht der unbekannte Charakter mit dem ersten Tierkreiszeichen in Verbindung und dies ist die Ratte. Doch wer könnte dies nun sein? Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Die erste ist einfach recht simpel, es ist einfach ein Charakter mit der Ratten-Soan-Teufelsfrucht. Kaido hat eine Bande, die aus lauter Soan-Nutzern besteht, also wieso nicht auch eine Ratte? Aber um ehrlich zu sein, dies würde ich extremst lame finden. Eine zweite Möglichkeit. Man bezeichnet sowohl im Deutschen als auch im Englischen einen Verräter als Ratte bzw. Rat. Könnte also bedeuten, dass wir in Kapitel 912 einen Charakter kriegen, der irgendwen verraten hat. Doch wen? Auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir wissen, dass in Kapitel 912 irgendwas mit Sanji passieren soll. Wird Sanji die Strohhutbande möglicherweise verraten? Halte ich persönlich für sehr unwahrscheinlich. Ich denke eher, dass Sanji auf diesen Verräter trifft. Aber es ist ja schon länger eine Theorie, dass X-Drake Kaido verraten wird. Könnte dies nun in Kapitel 912 aufgelöst werden? Möchte X-Drake Kaido einfach aus dem Inneren heraus vernichten? Der T-Rex, der König der Dinosaurier bzw. der König aller Tiere zu seiner damaligen Zeit, würde sich doch nie unter jemanden stellen. Somit wäre eine Allianz der Samurai, Mink, Strohhüte, Eustace Kid, Law und X-Drake gegen den Shogun und Kaido im Wano Kuni Arc. Eine weitere Möglichkeit, die ich mir dabei überlegt habe, wäre Kinemon. Passt jetzt genau auf. Es gibt in Japan die drei großen bösen Yokai. Yokai sind böse Dämonen in der japanischen Mythologie. Der eine ist Kaiser Sutoku, der Tengu. Dieser könnte der König in Kaidos Bande sein. Dann haben wir Shuten Doji, der Oni-König. Oftmals wird Kaido als Oni bezeichnet, somit wäre dies Kaido. Und zuletzt haben wir dann noch die neunschwänzige Füchsin Tamamo no Mae, die Königin in Kaidos Bande, welche die Fähigkeit hat, sich in andere Personen zu verwandeln, sowie die mythologischen Füchse. Zudem besitzen diese die Fähigkeit, den Geist von Menschen zu übernehmen. Komischerweise ist Kinemons Spitzname Fuchsfeuer. Was, wenn Kinemon schon länger tot ist und der Fuchsgeist Kitsune sich in ihn verwandelt hat oder einfach seinen Geist übernommen hat? Wäre alles sehr, sehr komisch, weil dann hätte er ja Momonosuke schon längst zu Kaido gebracht. Aber was ist, wenn diese Übernahme, diese Geistübernahme erst jetzt passiert ist oder vielleicht in Kapitel 912 erst passiert? Weil jetzt sind sie ja wieder in Wano Kuni. Es ist schon möglich, dass Kinemon in irgendeiner Form auf Kitsune treffen könnte. Ganz so abwegig wäre das schon mal nicht. Eine weitere Variante wäre, wir haben ja noch diese lebende Legende, die irgendwie in One Piece auftauchen muss. Was ist, wenn es sich bei dieser Ratte
um den Kapitän der Rocks-Piraten handelt. Wie er in Verbindung mit der Ratte stehen könnte, ist mir noch schleierhaft. Vielleicht hat er ja Kaido und Big Mom verraten, so dass diese von Garp besiegt werden konnten. Und durch seinen Verrat war es ihm erlaubt zu flüchten und sich zu verkriechen. Oder, jetzt kommt die ultimative Theorie, passt auf, denn wir haben schon längst einen Charakter gehabt, der mit der Ratte in Verbindung stand. Bam, 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 jetzt kommt's. Und zwar ganz am Anfang vom One Piece gab es Kapitän Ratte. Wird er in Kapitel 912 auftauchen und das Blatt für die Marine wenden? Wir wissen es nicht. Naja gut, das ist wohl eher extremst unwahrscheinlich. Aber naja, ich wollte es auf jeden Fall mal erwähnt haben. Man weiß ja nie, was in Odas verrückten Kopf abgeht. Okay, nein, das war wirklich nur ein Spaß. Was haltet ihr von dieser Theorie? Schreibt eure Meinung in die Kommentare, schreibt mir doch mal, wen ihr glaubt, könnte denn diese Ratte sein, sollte sich Black Leg Windsmokes Theorie als Wahrheit erweisen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, über einen kleinen Klick auf den Abo-Button. Wenn ihr schon dabei seid, drückt einmal die Notification Bell, damit ihr auch keine Videos von mir verpasst. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao. Shut your mouth!